Eure Türe knackt manchmal so komisch beim Öffnen. Ich bin der Philipp und willkommen zu diesem neuen Video. Wie es immer so ist, müssen wir natürlich erstmal was ausbauen, in dem Falle die Türverkleidung. Nicht wundern, dass die Türverkleidung jetzt ab ist. Wir haben 4 Grad draußen. Ich habe mir Abhilfe geschafft mit einem Heißluftföhn. Habe wie gesagt hier im unteren Bereich angefangen, der Tür mit dem Heißluftföhn Stück für Stück die Tür ringsrum um die Türverkleidung warm gemacht. Und danach ging das eigentlich sehr gut ab. So, wir fangen jetzt an mit dem Knacken in der Türe. Dazu müssen wir hier das Türfangband ausbauen. Das hat hier vorne 2 10er Schrauben, eine 40er Torx. Hier nun also das ausgebaute Türfangband vom Renault Laguna 2 und hier das ausgebaute Türfangband eines Renault 19. Der Unterschied, wenn wir das jetzt uns mal so angucken, man sieht eigentlich fast keinen. Darum hole ich das mal ein bisschen näher ran. Hier Plastikrollen verbaut und bei dem anderen Metallrollen. Und das ist der Grund, warum die manchmal klappern. Man sieht das hier sehr schön. Die ist einfach eingelaufen an der oberen Stelle hier und deswegen knacken die. Und wir machen jetzt nichts anderes wie Plastik durch Metall ersetzen und haben Ruhe. So, folgendes. Diesen Dorn aufbiegen hier, den biegen wir nach rechts, dann können wir diesen Stift rausschlagen, vorher natürlich dieses Fangband hier einschlagen, von hier bis an die dünne Stelle, dann ist die Feder entspannt und dann können wir den Stift rausschlagen und die Rolle ersetzen. Bitte nach dem Ersetzen oder, na gut, wenn man irgendwas macht, bitte vorher reinigen. Dann ersetzen, etwas ölen oder fetten oder irgendein Schmiermittel verwenden, dass das ordentlich geschmiert ist und dann wird es wieder eingebaut. Haben wir jetzt das Türfangband soweit vorbereitet, hier mit der Stahlrolle. Wir brauchen auch nur die vordere Rolle zu wechseln, weil konstruktionsbedingt rastet ja hier und hier hinten, was wir jetzt nicht sehen, ein. Und durch diese Hügel hier, ich nenne es jetzt einfach mal Hügel, nutzt sich die Plasterrolle hier vorne mehr ab wie diese hier hinten. Machen wir ja das nicht, da kleidet das ja bloß hier drauf rum. Noch was kurz zu der Rolle im Türfangband gesagt. Macht die Rolle bitte so sauber oder ölt sie so gut, dass sie sich dreht, während ihr die Tür öffnet. Ich hoffe, ich könnte euch mit dem Video weiterhelfen. War dem so, freue ich mich immer wieder über einen Daumen hoch sowie ein Abo und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Philipp.